Schnibbel die Stopp und hallo Rio und herzlich willkommen zum Montag von StarCraft 2 Heart of the Swarm Multiplayer mit mir, dem Nefkara, und mit mir, der Maxima. Ja, man hört schon an Maximas Stimme. Das klang nicht so nett vom Stimmton her. Ich bin noch auf 200, ich kann gerade nicht. Wir hatten schon einen 2 und 2 gerade gespielt. Da ist der Gegner abgeschmiert und ich bin abgeschmiert, parallel. Lustig, klickt mal auf Spielüberblick, denn da stehe ich nicht drin. In dem Match. Ich stehe in dem Match nicht drin. Das wurde unserer Liga auch keine Niederlage zugewertet. Interessant steht... Ja, bei mir steht es aber drin. Ja, da steht da nur. Wenn du aber dann auf Liga einsehen drückst, steht es nicht mehr. Dann steht da nur noch 12-16. Oh mein Gott. Wir waren ein besseres Team als die beiden und haben dann verloren. Wir haben nur verloren, weil ich rausgeflogen bin. Weil unsere Maxi kann halt nicht meine Terra-Einheiten mit korrigieren. Sie kann das nicht. Ist einfach so. Und ich musste gegen zwei spielen. Ich kann das auch nicht. Du musstest gegen einen spielen. Der Sorg war doch auch weg. Nein, er hat beide gespielt. Ja, dann musst du trotzdem gegen einen spielen. Er ist einfach nur besser, dann zwei Amis zu spielen. Aber er war nur eine Person. Das ist wie gegen zwei spielen. Konntest du auch. Ich hatte auch noch alles. Beziehungsweise hättest du machen können. Ich spiele einmal die Woche StarCraft. Glaubst du im Ernst, dass ich das hinkriege, zwei Amis gleichzeitig zu splitten wie die Grandmaster-Scheiße? Nein, aber der eine Dödel war ja auch nicht so unglaublich hoch. Ich weiß gar nicht, was er war, ehrlich gesagt. Wir haben es nicht nachgeguckt. Der hat es auf jeden Fall gut gemacht und es ist dann halt schwierig. Außerdem, man muss dazu sagen, das, was sie eigentlich hätte als Verteidigung für sich selbst sagen sollen, ist, sie spielt nie Terra. Sie hat Zerg und mit Zerg wäre das vielleicht was anderes gewesen, aber sie spielt nie Terra. Ich habe wenigstens deine Ghost benutzt, um EMPs zu setzen. Das ist auch immerhin schon mal was. Ist auch nicht so... Das habe ich hingekriegt. Ist nicht so leicht. So, ich habe Order gespielt und ich habe deine Medivex gepumpt. Das konnte ich noch machen. Aber ich kann nichts machen, wenn der alle zwei Sekunden mit den verfickten Zellets reinkommt. Er ist reingedroppt, oder nicht? Ja, mit Warp-Prisma-Scheiße. Ja, da hättest du dann meine Einheiten abstellen können, irgendwelche. Oder Viking-Pumpen, zwei Stück oder so. Solange meine Gebäude noch nicht vernichtet hatte. Ist jetzt auch egal. Nicht weiter stressen davon. Ich bin jetzt wieder da. Ich werde jetzt nicht mehr auf meinen Desktop-Knopf kommen. Das ist super jetzt der Fall gewesen. Das Bild ist stehen geblieben und ich dachte, bei mir ist das StarCraft eingefroren. Das passiert nämlich ab und zu mal bei StarCraft, warum auch immer. Können andere bekannte StarCraft-YouTuber ein Liedchen von singen? Ja, bin ich nicht der Einzige, der das Problem hat. Oh geil, jetzt sieht all seine Einheiten hinter mir her. Macht das bloß immer wieder, macht Spaß. Ach, hast du mich schon eingemauert? Na toll. Du Mistgeburt. Ja, ich weiß, ich bin nett. Aber ich kann den anderen jetzt nicht mehr scouten. Das ist deswegen. Deswegen bin ich böse auf den. Hätte der meinen Worker nicht gecatcht. Kein Gas angesetzt. Nix. Wie gesagt, wir geben unser Bestes. Und ich finde es cool, dass sie immer noch glaubt, dass wir in die Goldliga kommen. Ernsthaft. Ihr habt da größeres Vertrauen, als wir das haben. Viel größeres. Aber ich finde es cool. Also ich bin total begeistert. Und könnt ihr uns mal bitte erklären, warum unsere Folgen, wo wir finden, dass wir schlecht spielen, immer so viele Likes von euch haben, finden wir natürlich oder geil. Uns wir ankacken. Ja, wir finden das... Das sind die besten. Wir finden Folgen. Das natürlich geil, aber was findet ihr an den Folgen? Wir verstehen das nicht so richtig. Für mich ist das aber immer eine Folter, euch sowas hochzuladen. Ohne Canon. Oh, wie süß, die bunkert sich ein. Oh, da freue ich mich. Der andere hat auch schon sowas gemacht. Niedlich. Da meine Drohne, du Sau. Du Sau. Ja, du Sau. Geht das nicht schwuler irgendwie? Bin mir sicher, das geht doch schwuler. Du Sau. Du bist der Kerl. Ja, das stimmt. Additional supply depots required. Wenn der mit Cannons startet. Der hat die vorne hingestellt. Gut für mich. Kann ich mal gucken, was er denn hinten hat. Einfach reinhüpfen, da ist der Pfeil gewesen. La 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 la. Der wollte hinten wahrscheinlich ist auch eine Kennen machen. Ist du niedlich. Oh, wie süß. Ja, der wollte. Willi will's wissen. Mir egal, was er da hat. Mach mal Luki, was der so hat und nicht vom Zellet prügeln lassen.
Add-on complete. Additional supply depots required. Huh? Sure thing. Yep. Verdammt, das ist abgekratzt. Ja, ich musste hinten gerade bauen. Ich musste jetzt exen. Es war wirklich wichtig, dass ich wirklich jetzt exe und nicht später. Aber die, was da von den Bildstruktur her zu sehen war, dagegen kann man spielen. Das ist okay. Dazu nicht genug Energie am Arsch. Nicht genug Energie. Mhm. Mir war wichtig, dass ich selbst in der Zeit mal exe. Ja, ihr seht von mir Bildorder. Das habe ich schon im letzten Match gespielt. Eine richtig gute Strategie eigentlich. Die hat auch super funktioniert gegen die. Problem ist, ich bin rausgeflogen. Wie jetzt zum Beispiel. Bewegt sich bei dir das Bild noch? Nein. Boah, ich drücke jetzt nie wieder die Windows-Taste, Leute. Ihr dürft, wenn das passiert, nicht die Windows-Taste drücken. Wenn ihr das macht, dann denkt Starcraft so... Du hast keine Ahnung, Grafikkartentreiber. Du bist instant raus, wirklich instant. Da wird auch nicht rausgezählt, du bist instant raus. Du wirst nicht mal mehr aufgeführt bei Spielglück. Es war, es hätte sich nie gegeben. Naja, also bei mir bist du aufgeführt, deswegen. Ja, ich habe danach deinen Spielüberblick angeguckt, da bin ich nicht drin. Bei mir ist auch keine Niederlage gewertet worden. Also bei mir schon. Ich wurde gelöscht. Der Typ ist raus, jetzt gibt er dem Protoss Minerals und Gas. Und der kann sich weiter zukennen, die Sau. Finde ich gut, dann gehe ich, ich baue jetzt direkt. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich direkt Tanks bauen und dann werden wir ja losrollen. Gar nicht erst die Zeit... Ja, wir greifen jetzt direkt an. Da wird nicht Zeit gelassen. Wir sind scheiße in sowas. Wir sollten das mal verhindern. Wir sind am Anfang gut im Pumpen. Teilweise. Und dann sollten wir das jetzt auch mal durchziehen. Der ist nämlich wirklich raus. Und die Minerals, die er jetzt hat... Immerhin habe ich geäxt. Dementsprechend... Ja, ich auch. Ich weiß nicht, ob das so intelligent war. Intelligent, wa? Ja, ich hab die Minerals dafür, deswegen kann immer noch weiter pumpen. Ist bei mir nicht so. Ich will die Millionen bauen. Wichtig ist, dass der Panzer jetzt rauskommt. Wenn der Panzer rauskommt, kommt jetzt ein Medi weg und dann düsen wir los. Das Match gerade eben hat mir alles abgefordert. Ich könnte jetzt im Dreieck rumspringen. Man merkt's. Könnt ihr übrigens auch immer mal wieder. Nach meinen eigenen Worker ausgestellt. Ja, komm schon. Nice one, ey. Ich hasse das mit dem Gas. Insufficient Vespin Gas! Weißt du, ich hasse. Da hast du so schießt mich tot viel Gas angesetzt, dann bringt dir das trotzdem nichts. Ich werde den jetzt einmal scannen, den einen. Und zwar den Terra, wobei ich will den Protoss scannen, der könnte jetzt nämlich die gefährlichere. Ja, der geht wirklich auf R. Aber unglaublich schlecht, unglaublich wenig, unglaublich schlecht, finde ich gut. Unsere Chance. Wenn das zweite Medi weg da ist, geht's los bei mir. Ich habe 12 Einheiten. Ich auch. Da sind 2 Panzer und Medivac bei, also 2 Medivacs. Sind schon richtig kostenintensive Einheiten bei mir bei. Naja, meine Hetzer sind ja auch teuer. Ach, ich bleib erstmal in meiner Base. Nein, ich komme zu dir. Wir gehen jetzt los. Du hast nämlich stärkere Einheiten schon als ich draußen. Ich werde mich hinten noch mit einem Panzer zubasteln. Wir gehen nämlich über deine Seite dann zu dem. Ich muss mich selbst nämlich verteidigen können noch. Add-on complete. Lip-Panzer? Hätte ich irgendwie krass genommen oder so. Go. Bevor der zu viel pumpen kann. Meine Einheiten laufen jetzt nach ganz vorne, ne? Ich hoffe, das tun deine jetzt auch, weil meine laufen jetzt diesen ganzen Scheißweg lang. Also ich gehe bis hierhin. Ja, in etwa gehe ich bis dahin auch. Meine Panzer werden dann hochschießen. Ich habe 3 Stück dabei. Und dann wird er wahrscheinlich kommen, weil er uns angreifen möchte, weil er dann keine Lust mehr darauf hat, das mit dem, was wir da spielen. Boah, jetzt 2 Stück. Geh du zurück, ich greife an.
Wo ist mein Bean at his mothership gone? Go away! By the numbers, boys. Our allies are being attacked. Our allies base is under attack. Ich kann meine Einheiten kontrollieren, du Lappenkopf, ey. By the numbers, boys. Me! You gonna give me orders? Eat something! What you want? Upgrade complete. Add-on complete. Oracle. It's aber nichts. An mir vorbei. Talk to me. Go ahead. Ich hab hinten aber Anti-Air stehen, das Oracle wird bei mir nicht viel Damage machen können. Kriegst auch ohne mich hin. Ja. Na, sind das deine Vaults? Ich sollte vielleicht erwähnt haben, dass ich mein Zeug abgegradet habe. Du Wurst, oder dass ich die ganze Zeit wie ein Bekloppter am Einheitenpunkt bin und dann war's das. Du Wurst! Ja, fällt dem anderen Typen einfach rauszugehen. Das hat der uns leicht für Spiel gemacht. Das war wirklich mal. Wie kann der, wenn der die Minus des anderen kriegt, noch unter mir sein? Das ist wahre Lapperei, ey. Auf jeden Fall. OM, super traurig. Du hast 0 Einheiten getötet, cool. Ja, was soll ich denn gemacht haben? Ich hab den Void nicht gekriegt. Achso, ja, stimmt, den hab ich getötet. Vorne. Ja, Leute, ich bin gerade am Überlegen, aber ich denke, das wird wirklich so eine kurze Folge, weil ich auf die Zeit gucke. Dann können wir nämlich jetzt noch eine aufnehmen. Weil. Baum. Nein, ist ja, einfach nur von der Zeit drück. Her. Nein, ich gucke mir gerade noch die Leute an. Dafür ist die Zeit noch da, weil die Folge ist ja nicht so lang. Keine Ahnung. Der andere Typ, dieser Cayman, der rausgeflogen ist, war der bessere von beiden. Umso bitterer, weil der andere ist Silber, Bronze und hat 139 Spiele und ist in der Bronze-League schlechter als Rot, das schimmeln kann. Harter Tobak.